Warte mal, was habe ich gesagt? Im Jahr 89 ist zum ersten Mal eine Beratung auf der Dornbirner Messe angeboten worden. Das war von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft. Daraus hat sich dann das BIFO entwickelt, ein richtiges Institut zur Beratung von Schülern und Schülerinnen. Der Klaus Mattis hat es ganz, ganz toll ausgebaut. Das ist jetzt ein sehr großer Verein, der sehr viel anbietet. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man Jugendliche gut berät, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Denn ein Beruf sollte eine Berufung sein und sollte Freude machen. Und da ist dann ganz schlimm, wenn man den falschen Beruf ergreift. Und deswegen ist das BIFO eine sehr, sehr wichtige Einrichtung. Die Frage war natürlich damals, wie komme ich in die Schulen? Es hat noch nicht so viele Computer gegeben, nicht so viele PC. Und da haben wir einen Bus angemietet und sind mit dem Bus praktisch durch die Schulen getourt. Das war super. Die Schüler sind in der Pause hergekommen. Die Lehrer sind dann während einer Stunde auch mit den Schülern und Schülerinnen gekommen. Es war ein tolles Angebot. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich intensiv mit dem einzelnen Jugendlichen zu beschäftigen. Und erfolgreich ist es dann, wenn er weggeht und ein bisschen mehr weiß und sich ein bisschen besser entscheiden kann. Mein Lieblingsberuf war immer Lehrerin. Den habe ich auch ergriffen. Aber heute denke ich mir, eigentlich wäre ich auch gern Querflötenspielerin in einem Orchester geworden. Ich gratuliere dem BIFO zu seinem 30. Geburtstag. Toll, dass sich diese Einrichtung zur Beratung von Jugendlichen so entwickelt hat. Ich habe so im Jahr 1987 angefangen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, mit den Fragen der Berufsorientierung. Und die entscheidende Rolle haben eigentlich Lehrpersonen, Lehrer gespielt, die den Bedarf geäußert haben nach Unterstützung mit Berufsbildern und so weiter und engagierte Unternehmer aus der volkswirtschaftlichen Gesellschaft, die gesehen haben, wir brauchen Jugendliche, die wissen, warum sie einen Beruf machen, die gut informiert sind. Und meine Rolle ist die, das erklärt, zum Koordinieren und auch die Fäden zusammenzuhalten. Das ist eine immer wunderbar gewesen. Natürlich hat es einmal ein Tiefs gehen und ein paar Dinge, die nicht so lässig gelaufen sind. Das gehört dazu, aber ich will mir die meisten hat man es ganz gut nachgebracht. Die Einzelberatung hat sich dann als immer wichtiger herausgestellt und die Einzelberatung ist immer mehr geworden. Und da hat man dann einmal gemerkt, dass es so einige Jugendliche gibt, die gehen verloren. Und dann hat man, ja, es ist jetzt auch schon fast 15 Jahre her, mit den Überlegungen angefangen, wie man die Jugendlichen stärker unterstützen kann, weil die sich schwer tun. Und da ist dann der Chancenpool Vorarlberg entstanden. Und das Jugendcoaching, das jetzt flächendeckend in Österreich umgesetzt wird, ist der Chancenpool Vorarlberg, ist eigentlich der Pilot dazu gewesen. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass das österreichweit in einer erweiterten und leicht verändert und etwas veränderter Form umgesetzt wird, wo wir in Vorarlberg eigentlich die Pioniere gewesen sind. Und ich glaube, da haben wir schon gleich was bewegt. Immer gewusst, ich möchte der Pastur, wo ich als Unternehmen kann und das Unternehmen gründe oder leiten, das ist ja schon gewesen. Das so lange dauert, ja nicht denkt. Und was mich so begeistert hat, also ich jetzt letztens angefangen, Homepage zum Programmieren, also es gibt schon einiges, wo man tun könnte. Aber das Thema Berufsorientierung, das will ich nochmal loslassen. Fokus. Ich spiele jetzt eigentlich erst seit 2 Jahren so eine richtige Rolle, seit ich Präsident der Wirtschaftskammer bin, weil das BIFO quasi eine Initiative, eine Institution des Landes und der Wirtschaftskammer von Adelberg ist. Und bin sehr überrascht, was das BIFO alles an tollen Dienstleistungen bietet.
spüre, dass da unglaublich viel Potenzial da ist und dass wir für die Zukunft noch einiges tun müssen. Alles verändert sich um uns herum, also müssen wir unsere Dienstleistungen, die wir hier am Standort und im Land bringen, für die Menschen quasi auch weiterentwickeln und uns der Zukunft anpassen, Stichwort Digitalisierung, viele andere Themen. Also das wird ein spannender Prozess und da werde ich mich auch sehr einbringen und mich, ich als Person. Das BIFO ist jetzt 30 Jahre alt, zu dem gratuliere ich sehr herzlich. Und damals war man eigentlich Avantgarde, das Land und die Wirtschaftskammer der Zeit voraus, als man diese Institution gegründet hat, als Kompetenzzentrum Drehscheibe für Beruf und Bildung. In diesem Land auch damals speziell, um junge Menschen abzuholen, nach dem Schulabschluss auf ihrem Berufsweg zu begleiten, in ihrer Bildungskarriere zu begleiten. Und da ist unglaublich viel passiert, tolle Weiterentwicklung, sehr viel Aufbauarbeit, sehr viel Entwicklungsarbeit. Und heute ist das eine Institution, die sich sehen lassen kann, die dem Standort, dem Wirtschaftsstandort, aber auch den Menschen, den Familien, den berufsorientierten, den bildungsorientierten Menschen, jung und alt, und dem Standort und auch dem ganzen Lebensraum von Vorarlberg eigentlich dient. Und zwar oft im Stillen. Und da wird schon viel Sinnstiftendes gemacht. Wenn ich mir nicht ganz sicher wäre, wo die Reise hingeht, meine Lebensreise, und da gibt es ja dann so wichtige Phasen, wo man Entscheidungen treffen sollte, und da gibt es keine richtige oder falsche Entscheidungen, sondern nur getroffene oder nicht getroffene Entscheidungen. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig zu wissen. Und wenn ich dann Hilfe kriege, eine Entscheidung zu treffen überhaupt, und eine professionelle Hilfe, wie sie hier geboten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dann auch die richtige Entscheidung getroffen habe, im Nachhinein gesehen. Mhm. Und da würde ich mich ans BIFO wenden, das bin ich mir ganz sicher. Ich wollte einmal Mediziner werden, das war mein Traumjob. Und dann wollte ich mal studieren, Gott, wie alt auch schon. Das hat sich dann aus verschiedenen Gründen nicht so ergeben. Deshalb habe ich mich dann aufs Land konzentriert, auf meine Heimat, den Bregenzer Wald, und habe da versucht, Nutzen zu stiften. Und jetzt hat es mich bis in die Präsidentschaft geschwemmt, ja. Also, ich bin Mitglied des Leitungsausschusses, oder? Das ist die Standard. Lächeln. Hi Klaus, bist du da? Ich denke, das soll eine Überraschung sein. Durch meine Tätigkeit im BIFO, wo ich jetzt 10 Jahre in diesem Leitungsausschuss bin, habe ich gesehen erst, was das BIFO macht, über welches Know-how die verfügen. Und ich bin mit meinem Kind ins BIFO gegangen und gesagt, mach doch mal eine Potenzialanalyse, jetzt einmal schauen, wo liegen deine Neigungen, deine Fähigkeiten. Und dort schätze ich das BIFO sehr, dass das eine wichtige Rolle einnimmt für Jugendliche in der beruflichen Orientierung. Die Ideen sind natürlich in erster Linie von Klaus Matiscu, der Geschäftsführer war im BIFO und auch der Experte war, aber er hat es nie so verstanden, dass seine Ideen, die er in den Leitungsausschuss einbringt, fix und fertig sind, sondern er hat die immer als Vorschlag gesehen und wo man noch dran arbeiten hat können. Und ich glaube, das ist das Entscheidende gewesen. Und der Erfolg ist für mich dann, wenn sie rausgehen und vielleicht sagen, ja, eigentlich habe ich das eh irgendwie schon geahnt. Und dass sie sagen, ja genau, und der hat mir jetzt das noch bestätigt. Bis dahin. Ja, alles klar. Ciao, gerne. Fall. Bis spätestens am Mai. Weil die Statistik Austria hat schon damals so Erhebungen gemacht. Und dort habe ich immer gesagt, ich möchte einmal Buchhalter werden. Und das ist eigentlich so hergekommen, wie meine Mama immer gesagt hat, Buchhalter auf einer Bank arbeiten, das ist ein sicherer Job, das ist etwas Gutes. Und irgendwie hat sich das eingeprägt. Ich freue mich sehr, dem BIFO zum 30. Geburtstag ganz herzlich gratulieren zu dürfen. Mit dem BIFO verbindet mich eine lange Partnerschaft. Ich durfte bereits in der Phase des Entstehens mit dabei sein und das BIFO von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem Betrieb stattlicher Größe aufbauen. Ich kann dem BIFO zur geleisteten Arbeit nur ganz herzlich gratulieren. Es ist zu einem der wichtigsten Anbieter in der beruflichen Beratung, in der Beratung von Jugendlichen, in der schulischen Entwicklung, aber auch in der beruflichen Entscheidung zu unterstützen geworden und hat damit ganz wesentlich zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts beigetragen. Diese Einschätzung der Qualität der Arbeit des BIFO kann ich auch aus eigener persönlicher Erfahrung bestätigen. Mein Sohn hat in einer Phase
der schulischen Unlust, wie ich das bezeichnen möchte, eine außerordentlich kompetente BIFO-Beratung erhalten und vor einem Jahr das Studium an der Technischen Universität in Wien abgeschlossen. Es gibt kein besserer Beweis für die hohe Kompetenz der Leistungen des BIFO. Herzliche Gratulation und weiterhin viel Erfolg. Wenn es so passt, dann ist es in Ordnung. Ich habe von vornherein gewusst, welches Studium für mich in Frage kommt. Ich habe das Glück, in einer der schönsten Regionen der Welt leben zu dürfen und dafür auch verantwortlich zu zeichnen, wie sich dieses Land entwickelt. Ich kann mir keinen schöneren beruflichen Lebensweg vorstellen.